Hey zusammen und willkommen bei einem neuen Kochvideo. Die Welt wird von Corona aktuell in Atem gehalten. Menschen rasten aus, machen Hamsterkäufe, kaufen alles weg. Und ich habe mir gedacht, okay, ich könnte jetzt irgendwelche dummen Witze machen oder aber ich versuche etwas Konstruktives zu machen, indem ich euch zeige, wie ihr drei simple Gerichte aus euren Vorräten kochen könnt. Also aus den Sachen, die aktuell jeder zu Hause hat, nämlich Nudeln und Klopapier. Okay, sorry, den Witz musste ich tatsächlich machen, aber nein. Natürlich geht auch alles ohne Nudeln, aber mit Klopapier. Spaß beiseite. Nein, ich habe wirklich drei Gerichte für euch, die ihr sehr, sehr schnell zu Hause machen könnt. So, ihr habt vielleicht Hunger, ich habe Hunger. Fangen wir an mit Gericht Nummer 1. Und ihr braucht dafür Nudeln. Ich habe jetzt hier Linguine, ihr könnt aber auch Spaghetti nehmen oder eine andere Nudelform. Das ist vollkommen egal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingsnudeln sind. Da ist ja das Fach ist ja groß. Oder vielleicht vielmehr, welche Nudeln habt ihr überhaupt noch bekommen im Ausmaße der ganzen leeren Regale. Das braucht ihr. Ihr braucht dazu Linsen, die könnt ihr schon fertig kaufen aus der Dose hier. Ich habe die aus der Dose oder ihr holt die eben noch frisch, dann müsst ihr die einmal aufkochen. Linsen, übrigens eine super Proteinquelle. Dann habt ihr die Wahl zwischen so einer Dose stückigen Tomaten oder so eine Flasche Tomatenpassata. Die gibt es auch teilweise schon mit Kräuter- und Basilikumgeschmack zu kaufen, je nachdem, was ihr möchtet. Dann das Ganze, was ihr hier seht, wird wie eingangs schon angekündigt Nudeln mit einer Linsen-Bolognese. Und wir starten damit jetzt. So, wir starten damit, dass wir die Nudeln in kochendes Salzwasser tun. Linguini brauchen 9 bis 10 Minuten, bis die gar sind. In der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal um die Soße. Und dafür nehmt ihr eine Pfanne, tut ein bisschen Öl rein. Dann kommen die Linsen in die Pfanne, braten die ganz kurz ein bisschen an und dann, wenn ihr die so ein bisschen angebraten habt, kommt ein bisschen von den gestückelten Tomaten hinzu. Ganz miteinander verteilen. So, und je nachdem, was ihr für Gewürze zu Hause da habt, würzt ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen ab. Ich habe hier ein bisschen Basilikum, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Unterrühren. Und das Ganze lasst ihr jetzt einfach noch so lange mit bei mittlerer Hitze mitsimmern, bis die Nudeln fertig sind. So, die Nudeln sind fertig und ihr seht hier gerade ganz viel Dampf. Moment. Die Flüssigkeit jetzt hier bei unseren Linsen ist deutlich geringer geworden bei der Soße. Und auch die ist hiermit jetzt fertig. Und jetzt richten wir beides mal miteinander an. Und so sieht unsere Linsen-Bolognese mit Linguine jetzt aus der Nähe aus. Schaut mal, wir haben eine richtig schöne Textur bekommen. Die Linsen machen das Ganze auch, dann machen die Soße, dadurch haben die auch so einen schönen Biss. Sieht auch nochmal in der Kamera aus der Nähe aus. Und ja, das hier ist Gericht Nummer 1 und genauso simpel weiter geht es jetzt mit Nummer 2. So, und bevor wir weitermachen mit Gericht Nummer 2, ein kleiner Hinweis. Wenn ihr Lust habt, in Zukunft noch ein bisschen pflanzlicher, grüner und gesünder zu kochen, dann kann ich euch nur stolz mein erstes eigenes Kochbuch ans Herz legen. Das heißt, einfach vegantastisch kochen ist für alle eben, die Lust haben, die Tiere mal beiseite zu lassen, um mal die grüne Seite der Macht zu erkunden. Da sind über 50 Rezepte drin, die jeder kann, ohne exotische Zutaten. Wirklich all das, was ich darin habe, das bekommt ihr im Supermarkt um die Ecke. Es kommt am 6.4. raus und damit ist es auch noch passend als Ostergeschenk für den einen oder anderen. Und es wird die gleiche tolle Qualität haben wie das Backbuch meiner lieben Frau Nadine, aka Kupferfuchs. Es wird aber quadratisch sein, ein bisschen handlicher in der Küche als so ein schwereres Backbuch. Aber wie gesagt, auch über 50 Rezepte drin. Ich bin super stolz darauf. Und wie gesagt, ihr könnt es jetzt vorbestellen. Bei den ersten 500, die das vorbestellen, werde ich das Buch signieren. Also, falls ihr Lust habt, ne, und sagt, hey, das klingt sehr, sehr gut, dann geht jetzt einfach auf die eingeblendete URL hier, habe ich auch unten in die Infobox gepackt und bestellt es vor. Ich würde mich sehr freuen. Das gibt es dann natürlich auch im Anschluss noch in den Buchhandlungen auf Bestellung. Und wie gesagt, wenn ihr mir einen Gefallen tut, dann bestellt ihr das über unseren Online-Shop. Da habe ich am meisten von, aber natürlich seid ihr frei, es daher zu beziehen, woher ihr möchtet. Ich bin richtig happy, wie gesagt, die ganzen Rezepte, die Fotos, das habe ich hier alles zusammen mit einem Freund gemacht. Grüße rausgehen an Dom und natürlich Unterstützung von meiner lieben Frau und drumherum, was Sachen Gestaltung angeht und so weiter. Das lief alles in Absprache mit unserer großartigen Verlegerin Simone vom Hertha Verlag, großartiger Lektor Klaus. Also ich bin ja so wirklich richtig happy. Komplett in Deutschland gedruckt, produziert, CO2-neutral. Also ja. Falls ihr Lust habt, klickt einfach auf den Link und wir machen jetzt weiter mit Rezept Nummer 2. Ende der Eigenwerbung. So, Gericht Nummer 2. Dafür braucht ihr auf jeden Fall zwei Schüsseln. Und die hier, das sind Reis-Vermicelli, sind Reisnudeln. Das Praktische ist, der Allmann an sich, der hat da wenig mit zu tun. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die bei euch noch im Regal sein sollten.
Und das Coole an denen ist, die sind total easy zuzubereiten. Dafür brauchen wir nämlich einfach, wie gesagt, eine Schüssel, die Nudeln und, wo habe ich es hingetan? Heißes Wasser aus dem Wasserkocher. Und ich schaue mal nochmal drauf, wie wir haben sie hier. Genau, einfach mit kochendem Wasser übergießen und circa 5 Minuten quellen lassen. Das ist das Praktische. Ihr braucht dafür nicht mal einen, zumindest für diese Nudeln hier, keinen Kochtopf. Schleien zicken, ey. Die splittern immer so wunderschön. So. Heißes Wasser drauf. Schön, dass alles bedeckt ist und die auch wirklich darin untergehen. Und die stellen wir jetzt zur Seite. Alexa, stell einen Timer auf 5 Minuten. 5 Minuten. Sehr gut, Alexa, das stellen wir zur Seite. Und jetzt machen wir dazu eine sehr, sehr leckere Soße. Ich möchte schon mal anmerken, die ist eher was für Freunde, die Erdnuss mögen. Also falls ihr Nussallergie habt, ist das Rezept für euch jetzt nicht das Beste. Aber wir haben ja noch ein anderes zum Notfall. Und hier in diese Schüssel kommen jetzt alle Zutaten für unsere Soße, die sich wie folgt zusammensetzt. Erdnuss, Butter, zack. Dann die gleiche Menge an Sojasauce. Für die Süße ein bisschen Agavendicksaft oder ihr könnt auch Ahornsirup nehmen, je nachdem, was ihr da habt. Und noch ein bisschen Wasser. Das Ganze vermixt ihr nun. Ihr seht schon, es ist jetzt zu einer schönen Soße geworden. Was ihr jetzt noch braucht, ich habe hier einen Kichererbsen-Bohnenmix. Ihr könnt auch weiße Bohnen nehmen. Die passen da sehr, sehr gut zu. Ich habe jetzt hier den Mix genommen. Den gieße ich mal eben ab. Alexa, stopp. Und passend dazu gehen wir jetzt, wo Alexa gerade fertig geworden ist, zum Ofen und bringen alles miteinander zusammen. Nehmen wir es nicht weiter, als die Bohnen in die Pfanne zu tun und dann die Soße dazu zu kippen. Und das Ganze auch hier mal unterzurühren und zu erhitzen, bis die Soße ein bisschen andickt. So, und wenn ihr das ein bisschen habt vor sich hin braten lassen, dann seht ihr schon, es ist jetzt deutlich zäher und damit perfekt für den letzten Schritt. Nämlich, dass die Reisnudeln jetzt fertig sind, kommen jetzt einfach mit noch in die Pfanne und da werden jetzt untergerührt. Und da ich gerade meine zweite Hand dafür ein bisschen brauche, um die Pfanne festzuhalten, zeige ich euch gleich auf dem Teller, wie das Ganze unfassbar lecker aussieht. Mmh. Oh, es riecht schon so gut. Ich liebe einfach Erdnussbutter und Also, ich bin nicht der Riesenfreund, da mich selbst zu loben. Aber Leute, ihr müsst das ausprobieren, wenn ihr Erdnussbutter mögt. Das ist halt wichtig. Wenn ihr Erdnuss nicht mögt, dann könnt ihr das Gericht auch vergessen. Aber oh, das ist so simpel, schnell gemacht. Das ist ein bisschen süß durch die Erdnussbutter, durch die Sojasauce, aber auch so leicht säuerlich und einfach ein Traum. Wenn ihr noch da habt, könnt ihr natürlich auch noch ganze Nüsse da oben drauf, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Crunch. Bevor ich mir damit jetzt den Bauch vollschlage, machen wir direkt weiter mit Gericht Nummer 3. So, Gericht Nummer 3, das ist auch ebenfalls sehr, sehr lecker und schnell gemacht. Wir machen nämlich jetzt ein Curry und beim Curry seid ihr sehr flexibel, was die Zutaten angeht, also was das Gemüse angeht, je nachdem, was ihr da habt. Es gibt super gutes Tiefkühlgemüse, was ihr einfach kaufen und einfach aufbewahren könnt, beispielsweise gefrorenen Brokkoli. Es gibt aber auch, und das kommt bei uns rein, so kleine Maiskörbchen im Glas, mega gut. Ich habe jetzt hier den frischen Brokkoli noch. Normalerweise haben wir den am Tiefkühler, aber den hatten wir jetzt noch frisch da. Deshalb kommt der jetzt für dieses Gericht weg. Zudem braucht ihr, das ist wichtig, ein der Hauptbestandteile von einem Curry ist nämlich Kokosmilch. Wir haben noch Currypulver und Paprika edelsüß, packe ich da immer ganz gerne rein. Noch eine Dose Kichererbsen. Und natürlich, womit isst man Curry am liebsten richtig? Mit Reis. Ich habe noch so Reisbeutel und einen Vorrat gehabt. Das werde ich jetzt erstmal nach Packungsanleitung aufkochen. So, Brokkoli ist gewaschen. Dann werde ich jetzt mal eben ein kleines Röschen schneiden. Wie gesagt, wenn ihr den tiefgekühlt kauft, dann ist der schon fertig geschnitten in Röschen. Dann spart ihr euch jetzt diesen Arbeitsschritt. So, kommt zur Seite. Als nächstes kümmern wir uns um die kleinen Maiskörbchen. Schneidet die einmal längs und einmal in der Mitte durch, sodass ich dann pro Maiskörbchen 4 Teile habe. So, und bevor wir rüber zum Herd gehen, machen wir eben noch die Kichererbsen auf und schütten die einmal ab. So, ich habe jetzt noch eine, hier vorne kocht, da kocht unser Reis. Hier ist die Pfanne mit ein bisschen Öl und da kommen jetzt unser geschnittenes bisheriges Gemüse rein. Natürlich auch unsere Kichererbsen. Kurz anbraten lassen. So, wenn das ein bisschen angebraten ist, kommt hier ein guter Schwupp Tomatenmark rein. Currypulver und ein bisschen Paprikapulver. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Und dann löscht ihr das mit der Kokosmilch ab.
und rührt die natürlich auch einmal drunter. Wir können das je nach Belieben jetzt noch ein bisschen nachwürzen oder es erstmal, so mache ich es immer, vor sich hin köcheln lassen. Bis, und das ist eigentlich so der gute Punkt, das rauszufinden, bis der Brokkoli gar ist und ihr den gut beißen könnt. Und genau da warten wir jetzt einfach mal drauf. So, und so sieht das nach etwa 15 Minuten köcheln aus. Unterwegs sind mir noch ein paar Paprika und ein paar Pilze über den Weg gelaufen, die habe ich dann auch mit reingeschmissen. Sehr geil sind auch Prinzessbohnen zum Ende hin. Und ja, das richte ich jetzt mal mit dem Reis an. Guckt mal, wie farbenfroh und lecker dieses Curry aussieht. Mmh. So, und auch hier, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr einfach, simples Gericht. Und ihr könnt am Ende, wenn ihr das noch ein bisschen fruchtiger wollt, könnt ihr zum Beispiel Limettensaft so machen, je nachdem, was ihr da habt. Aber das ist wirklich eins meiner liebsten Gerichte. Von denen könnt ihr auch viel von kochen, auch was mit auf die Arbeit nehmen, könnt ihr perfekt aufwärmen. Das ist wirklich ausgezeichnet. Ich habe euch in diesem Fall selbstverständlich die genauen Mengenangaben und das Rezept in die Infobox gepackt und hoffe, euch hilft das weiter. Vor allem jetzt in Zeiten, wo man nicht so oft rausgehen möchte und eben auch vielleicht von den Sachen, die man gerade noch so da hat, etwas kochen will. Das sind natürlich simple Gerichte. Wenn ihr das Ganze ein bisschen steigern wollt oder eben auch mehr Varianten möchtet, dann, wie gesagt, könnt ihr mich supporten, indem ihr euch jetzt mein Buch vorbestellt. Nochmal zum Hinweis, die ersten 500, die über den Shop bestellt werden, die werde ich persönlich signieren. Ab 6.4. könnt ihr das dann auch in der Buchhandlung eurer Wahl bestellen. Wenn euch das Video geholfen hat, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal kostenlos, um mich weiter zu supporten. Und ja, hier neben mir gibt es noch zwei weitere Kochvideos. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Haltet durch, wir schaffen das alle gemeinsam und bis zum nächsten Mal. Ciao.